Das sind ganz private Einblicke, die Florian Silbereisen seinen Fans jetzt mit einem geteilten Foto gewährt, denn es ist ein Schnappschuss aus seinem Wohnzimmer. Eingekuschelt in einen schwarzen Hoodie, gebettet auf einem beigen Kissen, lächelt Florian Silbereisen in die Kamera und seine Fans sind entzückt. Florian Silbereisen teilt privaten Schnappschuss. Toll siehst du aus, zum Knuddeln, schreibt jemand. Ein anderer Fan wiederum merkt an, hübscher. Auch ein kleiner Seitenhieb ist dabei, du siehst voll verschlafen aus. Versehen natürlich mit einem Herzchenpunkt und tatsächlich lächelt Florian Silbereisen leicht verschlafen in die Kamera, oder eben einfach entspannt. So, wie es sich für einen gemütlichen Fernsehabend auf der Couch gehört. Und den hat sich der Schlagerstar auch gegönnt. Denn am Samstagabend lief die Wiederholung der 25 Jahre feste Shows im MDR. Ein bisschen entspannen und ein bisschen erinnern, schreibt Florian Silbereisen dazu. Denn die Show lässt die letzten 25 Jahre seiner feste Shows Revue passieren, und zum Jubiläum hatte sich Florian Silbereisen so einige bekannte Gesichter eingeladen: Andy Borg, Ben Zucker, Stefan Mross, Jürgen Drews, Mickey Krause, Vox Club, das ist Florian Silbereisen. Florian Bernd Silbereisen hat am 4. August 1981 Geburtstag. Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger. Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen Feste der Volksmusik. Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Club 3. Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF Traumschiff vorgestellt. Florian Silbereisen und Helene Fischer waren 10 Jahre lang ein paar Punkt. Fans schwelgen mit Florian Silbereisen in Erinnerungen. Die Show selbst liegt schon etwas zurück. Denn Florian Silbereisen feierte das Jubiläum bereits im vergangenen Jahr. Doch der MDR brachte die Show am Samstagabend noch einmal Punkt und die Fans hat die Wiederholung gefreut, es war so schön wie immer. Danke für den stimmungsvollen